Hallihallo, Lieben, ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. So erreichst du dein Wohlfühlgewicht 2024. Ich gebe dir hier in diesem Live eine komplette Outline, was du alles brauchst, um dein Idealgewicht, dein Wohlfühlgewicht, dein Wunschgewicht tatsächlich zu erreichen. Das ist nämlich eine Sache. Da kämpfen ganz, ganz viele Leute damit. Schon seit Jahren oft, ja. Menschen, die bei mir landen, die sagen, ich habe schon alles probiert, ich habe jede Diät durchgemacht. Es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht funktioniert es mal kurz. Ich kann 10 Kilo abnehmen, 5 Kilo, 20 Kilo. Alles schon passiert, aber es bleibt einfach nicht dabei. Ich kann es nicht halten. Ich nehme immer wieder zu. Und das hat natürlich einige Gründe, ja. Und allein darüber könnte man schon 3 Stunden gefühlten Live machen. Oh, jetzt ist hier Facebook abgestürzt. Ich muss das mal ein bisschen schöner machen hier. Sonst sieht das komisch aus hier. Ich glaube, jetzt ist es okay. Ich hoffe, jetzt bleibt es. Ich habe nämlich hier für Facebook so einen kleinen Ständer nur und der ist offensichtlich hier nicht so gut festgemacht. Hallo Kerstin und hallo Andrea, hallo Mona, hallo an alle. Namen aufzählen ist immer hallo Nicole, ist immer ein bisschen blöd, ja. Dann erwische ich manche und manche nicht. Hallo Silke, jetzt hören wir auf mit dem Namen aufzählen. Hallo Sandra, ich mache es einfach weiter, es macht Spaß. Ich wünsche euch alle ein frohes neues Jahr natürlich erstmal voraus. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht, ihr seid alle gut gestartet, ihr seid alle mit Sonne gestartet, es geht euch gut, ihr seid nicht zu sehr verkatert. Ja, ich weiß ja nicht, wer hier was getrunken hat. Ich habe auf jeden Fall nichts getrunken. Mir geht es viel, viel besser ohne Alkohol. Mache das jetzt schon seit fast 2 Jahren, dass ich eigentlich gar nichts mehr trinke. Und ungefähr seit einem Jahr schon fast, dass ich wirklich absolut keinen Tropfen mehr trinke. Nicht mal mehr irgendwie ein Champagner oder ein Prosecco oder ein Sekt zum Anstoßen. Ich brauche es einfach nicht und ich habe auch da absolut keinen Bock drauf. Und fühle mich super, super happy damit. Aber ich finde, an Silvester kann man noch mal einen Tropfen Alkohol trinken. Also an alle, die vielleicht ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben, kann ich empfehlen, Elektrolyte auffüllen und Ketone zu trinken. Dann ist der Kater am nächsten Tag schon mal geringer. Das hat mir auf jeden Fall immer geholfen, als ich noch was getrunken habe. Ein frohes neues Jahr von der Sandra. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Also, wie kannst du 2024 dein Wohlfühlgewicht erreichen? Schreib gerne mal rein in die Kommentare. Mach mal Daumen nach oben in die Kommentare rein, wenn du schon versucht hast abzunehmen und das nicht funktioniert hat. Wenn du schon mindestens eine Diät oder mehr gemacht hast, die definitiv nicht erfolgreich war, zumindest nicht nachhaltig erfolgreich. Vielleicht hast du damit kurz mal abgenommen. Habe ich früher ganz oft gemacht. Alles Mögliche habe ich ausprobiert. Inklusive Almased, Glücksdiät, Brigitte-Diät, was auch immer. Ich habe alles ausprobiert. Irgendwie hat mich nie irgendwas auf einen grünen Nenner gebracht und ich habe immer ein bisschen abgenommen, aber dann auch teilweise wieder zugenommen. Jenny zum Beispiel hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie zeigt einen Daumen hoch. Sehr cool, danke für deine Ehrlichkeit auch, weil ich glaube, ganz, ganz vielen geht es so. Ich weiß nicht, wie viele Frauen in ihrem Leben, wahrscheinlich jede Frau in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal, fängt irgendeine Diät an und es funktioniert halt einfach nicht. Und ich bin absolut kein Freund von Diäten. Ich sag dir auch gleich mal, Kerstin macht auch Daumen nach oben. Warum? Weil Diäten sind viel zu einseitig. Die sind viel zu restriktiv, als dass du sie ein Leben lang einfach durchhalten kannst. Das heißt, was du brauchst, sind gesunde Gewohnheiten, die du in dein Leben etablieren kannst. Gesunde Gewohnheiten, die zu deinem Alltag werden, die dann für dich total selbstverständlich sind. Quasi wie eine neue Identität, die du annimmst und mit der du dann dein Leben lebst. Ja, also ein neuer, gesunder Lifestyle. Und dazu gehört halt nicht nur eine Ernährungsumstellung, da gehört einfach noch ein bisschen mehr dazu. Und ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Punkte plus einen Bonuspunkt auch für dich. Den ich mir gar nicht notiert habe, aber ich hoffe, ich denke daran. Den gebe ich dir auch am Ende des Lives gerne noch mit. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende mit dabei, weil du es gibt eine Möglichkeit, wie du tatsächlich eine kleine Abkürzung nehmen kannst. Einen bisschen leichteren Weg, ja. Es wird keine Abkürzung in dem Sinne sein, dass du einfach nur irgendwas zu dir nehmen musst und dann auf wundersame Weise abnimmst. Sowas wird es definitiv nicht geben, ja. Also wenn du nach sowas suchst, kannst du auf jeden Fall gleich wieder rausgehen aus dem Live. Ja, dann kann ich dir auch Zeit ersparen. Dann ist das definitiv nichts für dich. Du musst bereit sein, auch an deinem Lebensstil zu arbeiten. Wenn du da bereit bist, dann auf jeden Fall dabei bleiben beim Live, das gerne auch teilen, wenn du andere Menschen kennst, die auch Probleme haben mit Abnehmen und die aber auch bereit sind, was dafür zu tun. Ja, das heißt, die bereit sind, ihre Gewohnheiten zu ändern und bereit sind, endlich gesund auch leben zu wollen. Und über allem steht eigentlich, ja, wenn ich nur eine Sache raussuchen müsste, die alles beschreibt und die
dir hilft abzunehmen, die wirklich die wenigsten wissen. Die, da kriegst du auch irgendwie, das wird dir in keiner Diät, in keinem Programm, in sonst irgendwas wird dir das gesagt. Auch bei Weight Watchers oder was auch immer, die ja schon sehr erfolgreich sind mit ihrem Abnehmprogramm, hast du davon einfach nie die Rede. Und das ist dein Blutzuckerspiegel. Ja. Schreib gerne mal eine 1 in die Kommentare, wenn du schon gehört hast mal, dass ich ungefähr weiß, wen haben wir denn hier mit im Live dabei, haben wir eher ein paar Neulinge oder haben wir schon ein paar alte Hasen dabei. Schreib mal eine 1 in die Kommentare, also egal jetzt auf welcher Plattform, TikTok, Instagram oder Facebook, wenn du schon mal vom Thema Blutzuckerspiegel in Kombination mit dem Abnehmen gehört hast und dir bewusst ist, dass es definitiv wichtig ist, diesen stabil zu halten. Dann lass mir mal eine 1 da und schreib mir eine 5 in die Kommentare, wenn du davon noch nie gehört hast und dich das jetzt echt verwundert. Ja? Das gilt übrigens auch, danke Markus auf Facebook, das gilt übrigens auch für alle, die das Ganze im Nachgang dann anschauen. Ja? Silke schreibt auch eine 1, perfekt, Mona 1, also hier sind schon ein paar Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben. Das ist super. Die anderen enthalten sich noch, die sind unsicher oder fahren gerade Auto und können nicht schreiben, dann ist das auch gut oder machen gerade irgendwie Haushalt oder irgendwas anderes. Passt vollkommen. Ich erkläre noch mal ganz kurz, warum der Blutzuckerspiegel für dich einfach so wichtig ist, was daran einfach so dieses Geheimnis ist, was die meisten nicht wissen. Und dann gehen wir gleich so ein bisschen in praktische Tipps rein, wie du den Ganzen stabil halten kannst, also den Blutzucker und was sonst noch wichtig ist, was du sonst noch wissen musst, damit du 2024 endlich zu deinem Jahr machst und endlich abnehmen kannst. Und das gesund, ohne Jojo-Effekt, weil eigentlich ist es nicht so schwer. Aber man muss halt einfach ein paar Dinge dafür wissen. Und dein Blutzuckerspiegel, mit dem steht und fällt dein Leben. Ja? Du hast vielleicht schon mal oder hast vielleicht schon mal gespürt irgendwie, du hast ständig Heißhunger. Hallo Annette, auf Facebook heute mal dabei. Du hast ständig Heißhunger oder bist müde. Du kannst nicht länger ohne essen tatsächlich. Du hast vielleicht Kopfschmerzen. Du hast vielleicht auch Bluthochdruck. Du bist vielleicht auch Stimmungsschwankungen. Bist immer super energielos, müde. Jetzt bist du auf Instagram dabei, Annette. Hallihallo. Ja, perfekt hier. Kommst du auf TikTok auch noch dazu, dann haben wir dich überall am Start. Genau, und wenn du diese Symptome hast, dann kannst du dich jetzt definitiv angesprochen fühlen. Und es ist tatsächlich so, dass ich damit wahrscheinlich ganz viele Menschen anspreche, die diese Symptome haben. Das aber in unserer Gesellschaft halt total normalisiert wird, dass es total normal ist. Das sind nämlich alles auch Auswirkungen von Blutzuckerschwankungen, ja. Meistens eher kurzfristige Auswirkungen. Was da auch dazu kommt, ist zum Beispiel eine unreine Haut. Wenn du Akne hast oder wenn du Neurodermitis hast, wenn du vielleicht ständig Pickel hast. Das kann natürlich viele Ursachen haben und bei den meisten kommen ein paar mehr Dinge zusammen. Ja, aber der Blutzuckerspiegel, je stabiler der ist, desto weniger stark hast du diese Symptome, die ich gerade aufgezählt habe. Desto mehr Energie hast du, desto besser ist dein Leben. Desto besser ist auch dein Schlaf, weil Schlaf und Blutzucker hängen auch sehr eng zusammen. Und langfristige Auswirkungen von ständig schwankenden Blutzuckerspitzen sind eben unsere ganzen Zivilisationskrankheiten, angefangen bei Insulinresistenz bis hin zum Typ-2-Diabetes. Die Insulinresistenz ist ja die Vorstufe vom Typ-2-Diabetes, der Grund, warum ganz viele Menschen nicht abnehmen können. Die meisten wissen überhaupt gar nicht, dass sie eine Insulinresistenz haben. Jeder Zweite da draußen hat eine Insulinresistenz, ohne es überhaupt zu wissen. Und deswegen mache ich auch meine Arbeit. Ich sage ja immer, meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Und damit meine ich erstmal, dich darauf aufmerksam zu machen, dass es sowas wie Insulinresistenz gibt, was es bedeutet und dann, wie du sie bekämpfen kannst, wie du sie umkehren kannst, um endlich gesund abzunehmen. Und das Ganze geht halt dann weiter, wenn die Insulinresistenz nicht umgekehrt wird, wenn die nicht weggeht, dann landet das irgendwann im Typ-2-Diabetes. Ja. Auch den kannst du wieder umkehren. Du musst halt einfach nur wissen, wie. Und auf dem Weg dorthin kommt vielleicht noch eine Fettleber, metabolisches Syndrom, Fettstoffwechselstörung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was haben wir noch? Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, all diese ganzen Zivilisationskrankheiten, wo es ach so viele Medikamente dagegen gibt oder dass man gut damit leben kann. Das braucht es eigentlich alles gar nicht, beziehungsweise kannst du eigentlich alles gut verhindern, relativ gut verhindern, indem du dich um deinen Lebensstil kümmerst. Und deswegen sage ich auch immer, du hast deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil in der Hand. Und das unterschätzen die meisten. Und das schon oft
zu 80% hast du es in der Hand. Ja, natürlich spielen die Gene eine kleine Rolle mit dazu. Es spielen andere Umweltfaktoren, ja, wobei auch da kannst du viel beeinflussen, wo du wohnst, in welchem Zimmer du schläfst, was das dein Umfeld macht mit dir, welche Giftstoffe du auf deine Haut lässt. Das kannst du auch beeinflussen, ja. Also von dem her kannst du sehr, 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 sehr viel selbst beeinflussen. Und das ist einfach meine große Mission, dass jeder da draußen das versteht und jeder, der Bock hat, sich da ein bisschen reinzufuchsen und der gesund alt werden will, der ist halt da mit am Start und für den bin ich einfach da und gebe da Tipps, wie du das für dich umsetzen kannst. Das Ganze ist nämlich ein bisschen größer als einfach nur abzunehmen und gut auszusehen im Bikini, gut auszusehen in der Lieblingsjeans. Natürlich ist das für viele so der primäre Beweggrund. Ja, sie wollen sich gut fühlen, sie wollen sich sexy fühlen, sie wollen sich einfach gut fühlen, ja, ohne dass du dich hinsetzt und das Gefühl hast, boah, mein Bauch hängt über die Hose, ich muss meine Hand vorm Bauch halten, weil damit niemand meine Fettröllchen sieht, keine Ahnung, ja. Das ist so das Ziel für ganz viele, aber dass da dahinter einfach Gesundheit steckt oder Krankheit steckt, ja, das haben irgendwie so die wenigsten im Kopf. Und dann gibt es halt irgendwann Medikamente und für viele, für unsere Gesellschaft, das ist ja total normalisiert, dass man spätestens ab 50 geht es los mit den Bewegchen, dann gibt es Statine, dann gibt es Blutdrucksenker, dann gibt es alles Mögliche, ja, dann gibt es Metformin, dann gibt es, keine Ahnung, Abnehmspritzen, Ozempic und den ganzen Quatsch. Und kein Mensch lernt, wie du dich einfach gut ernährst und wie du deinen restlichen Lebensstil für dich so gestaltest, dass du gesund werden kannst. Und das lernst du eben bei mir. Und ganz wichtig ist halt auch zu verstehen, wie das Ganze im Körper funktioniert, ja, wie dein Fettstoffwechsel funktioniert, wann der überhaupt mal anfangen kann. Denn wenn ständig das Insulin hoch ist, sprich du eine Insulinresistenz hast, also jeder Zweite da draußen nochmal hat eine, ohne dass es überhaupt weiß, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht in den Fettstoffwechsel kommst. Das geht gar nicht, ja, weil wenn Insulin hoch ist, ist es dein fettanspeicherndes Hormon, dann kann auch kein Fettstoffwechsel stattfinden. Und da das einfach mal zu verstehen, das war damals bei mir so der Knackpunkt, als ich das verstanden habe, was mit Zucker in meinem Körper passiert, wie der verstoffwechselt wird, wie der Kohlenhydratstoffwechsel funktioniert im Vergleich zu wie der Fettstoffwechsel funktioniert und dass der Körper beides braucht, um gesund zu sein, dass sich dann eben metabolische Flexibilität nennt, also die Flexibilität deines Stoffwechsels zu wechseln vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel. Und als ich diesen Mechanismus verstanden habe, war für mich der Knackpunkt in meinem Kopf auch da, um zu sagen, ich verzichte gerne auf die ganze Scheiße da draußen. Ich brauche keinen Zucker, ich brauche keine Pasta, ich brauche eigentlich auch keinen Alkohol. Ja? Und das ist natürlich ein Prozess, der sich Schritt für Schritt etabliert bei dir. Das ging bei mir auch nicht von heute auf morgen, aber das kommt. Und das heißt ja nicht, dass du dein Leben lang nie mehr wieder Zucker essen darfst, dass du dein Leben lang nie mehr wieder Pasta essen darfst oder nie mehr wieder Alkohol trinken darfst. Das habe ich absolut nicht gesagt. Das ist eine Entscheidung, die ich für mich jetzt gerade getroffen habe, weil ich merke, wahnsinnig gut es mir damit geht, wenn ich die Scheiße einfach nicht in meinen Körper lasse. Das ist unfassbar, wie gut es mir damit geht. Hallo Theresa, frohes neues Jahr. Und es ist durchaus aber auch möglich, das Ganze in Maßen zu machen und trotzdem gesund zu sein. Definitiv. Ja, es müssen keine Hallo Dani, es müssen keine Extreme sein. Das entscheidest du für dich, aber zumindest einfach eine gesunde Balance und 80-20 ist wirklich eine gute Regel, wenn du dein Ziel und dein Wunschgewicht erreicht hast, ja, und vor allem auch gesund bist. Dann kannst du 80-20 gut umsetzen. Ansonsten bin ich eher der Fan und sage, sei erstmal strikt und lass mal alles weg, was dich krank macht, was dich dick macht, was dir Entzündungen im Körper bringt und schau mal, dass du alles erstmal rauskriegst und dann kannst du 80-20 machen. So mache ich das, so habe ich das für mich gemacht, so mache ich das mit meinen Kunden, aber jeder entscheidet natürlich selber. Ja? Der eine ist eher der Umsetzer und der sagt alles oder nichts und der andere, der ist überfordert, wenn er 5-6 Dinge auf einmal machen soll, der macht lieber Schritt für Schritt. Und das ist auch in Ordnung und da gibt es kein richtig und kein falsch und kein besser und kein schlechter. Jeder Mensch ist anders und du musst für dich entscheiden, wie du das Ganze für dich umsetzt. So, also, wer jetzt da wirklich nochmal Nachholungsbedarf hat, beziehungsweise lernen möchte, was macht Zucker in deinem Körper, wie funktioniert der Kohlenhydratstoffwechsel und wie funktioniert der Fettstoffwechsel, der schaut sich am besten mal, ja, wir haben ja heute noch Feiertag, danke Rudi für das Herz auf den Kopf hier auf TikTok, wir haben ja noch Feiertag heute, du hast hoffentlich noch ein bisschen Zeit, dann schau dir das live an, in meinem Feed auf Instagram ist es abgespeichert, ganz oben, was macht Zucker in deinem Körper, das ist angepinnt oben, also Feed ist
quasi die Seite mit den Kacheln, wo diese Vierecke sind. Ich erkläre mal, wo die Sachen zu finden sind, weil ganz oft kriege ich die Frage, was ist ein Story-Highlight, was ist ein Feed? Die Leute wissen das manchmal gar nicht, deswegen sage ich das immer dazu. Weil wenn du nicht so Instagram-konform bist, beziehungsweise halt nicht viel auf Instagram unterwegs bist, dann weißt du es vielleicht nicht genau. Also das sind quasi diese Vierecke in meinem Profil, das ist der Feed und da ganz oben, die ersten drei, die sind angepinnt, die bleiben immer da und da gibt es ein Live, wie funktioniert oder was macht Zucker mit deinem Körper. Schau dir das an, ich habe es auch bildlich da erklärt, ja, ich habe da schön was aufgebaut und erkläre dir, wie das wirklich funktioniert. Und wenn du das mal verstanden hast, ich kann dir echt sagen, nimm dir die Zeit und versteh das und schau dir das an, wenn du das noch nicht weißt, weil das wird wirklich dein ganzes Leben verändern im Sinne von, wie denkst du über dich, deinen Körper und deine Gesundheit und wirst vielleicht auch gewisse Lebensmittel ein bisschen anders betrachten und dann die lieber gerne mögen, die dir gut tun und die, die dir eh nicht gut tun, die dich eigentlich vergiften, dich krank machen in großen Mengen und einfach dafür sorgen, dass es dir nicht gut geht, die wirst du halt automatisch vielleicht eher meiden wollen, weil du halt, warum solltest du dich selber bestrafen? Du schlägst dich ja auch nicht selber oder ritzt dir irgendwie deine Haut auf, ja, wenn du nicht psychisch irgendwie da ein Problem hast, ja. Vielleicht ein bisschen blödes Beispiel hier, aber du verstehst, was ich meine, ja. Und deswegen, alles, was du isst und was du zu dir nimmst, was du hier oben reinlässt, natürlich auch auf mentaler Ebene in dein Gehirn, gell, aber auch, also es geht jetzt um die Ernährung erstmal, was du isst, was du zu dir nimmst, mit dem passiert was im Körper. Das ist nicht so, dass es einfach durchgeht und wieder rausgeht und da passiert nichts. Und es kann halt was Gutes passieren. Du kannst positiv auf dein Gesundheitskonto einzahlen. Du kannst aber halt auch negativ einzahlen. Und wenn du immer nur negativ einzahlst, ja, also wenn du immer nur auf das Negativkonto einzahlst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du übergewichtig bist oder halt einfach es dir nicht gut geht. Du musst auch gar nicht übergewichtig sein, wenn du eine Insulinresistenz hast. Es gibt so viele Menschen da draußen, die haben eine Insulinresistenz, die sind nicht mehrgewichtig. Ja? Die haben ein ganz normales Gewicht. Die haben aber trotzdem, die sind innerlich trotzdem verfettet. Das sind die sogenannten Tofis, also thin outside, fat inside, die von außen dünn aussehen, aber die innerlich komplett verfettet sind. Du kannst nämlich in deiner Bauchhöhle wirklich ein paar Kilo viszerales Fett ansammeln. Das ist das Fett, das gefährliche Fett, das dich krank macht, das sich um deine Organe legt und da ganz schön Mist macht. Ja? Weil es ist nichts anderes. Bauchfett ist nichts anderes als ein entzündetes Organ. Und dieses Bauchfett kannst du auch haben, wenn du nicht fett bist. Also wenn du einfach nicht diese Schwimmringe hast, wenn du einen relativ flachen Bauch hast. Bei manchen sieht man es halt schon. Es sind oft vielleicht Mädels, vielleicht hast du es schon mal gesehen, die dann auch gerne bauchfrei rumlaufen, die eigentlich eher eine dünne Statur haben. Eigentlich mehr oder weniger einen flachen Bauch. Aber wenn du da genau hinschaust, dann ist der Bauch nicht so straff. Dann ist das schon so ein bisschen schwabbelig, aber doch irgendwie noch dünn. Und das ist halt so zum Beispiel, so kann Visceralfett tatsächlich auch aussehen, ne, wenn es schon eine große Menge erreicht hat. Also das nur zu wissen, es gibt auch Athleten, die haben eine Insulinresistenz oder sogar schon einen Typ-2-Diabetes. Wirklich professionelle Athleten, weil die halt die ganze Zeit sich zum Beispiel diese Zuckergels reinpfeifen und die züchten sich damit einen Typ-2-Diabetes, eine Insulinresistenz, obwohl die einen komplett durchtrainierten Körper haben. Ja, also nur, dass du auch weißt, hier geht es nicht nur um zu viel Gewicht, zu viel auf den Rippen, Bauchfett. Hier geht es auch um Menschen, die das von außen gar nicht so sichtbar haben. Ja? Nur, dass wir die auch noch abholen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie oft höre ich am Tag, überall, wirklich, ständig, ja, da habe ich kein Problem damit, ich bin ja dünn, ich kann essen, was ich will. Und ich denke mir so, okay, vielleicht nicht ganz so. Ja? Viele wissen es einfach nicht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir da einfach auch drüber sprechen. Also der Blutzucker, den kannst du dir schon mal ganz oben hinschreiben, der steht über allem. Mit dem Blutzucker steht und fällt dein Leben, mit dem Blutzucker steht und fällt dein Abnehmprozess. Jetzt haben wir halt auch eine Sache, die immer sehr hinderlich ist beim Abnehmen. Woran scheitern die meisten beim Abnehmen? Schreib es gerne mal rein, was du denkst, was der Grund, der wichtigste, der häufigste Grund ist, warum Menschen Diäten abbrechen, nicht durchhalten, nicht abnehmen können oder warum sie halt einfach nicht sich gesund ernähren können. Was ist der Hauptgrund oder was ist der häufigste Grund oder das häufigste Problem, was da dazwischen kommt, was die Menschen haben? Touchviper, was ist denn das für ein Name? Touchviper Disziplin sagt hier auf TikTok, ja, das ist schon mal ganz gut. Die Annette hat es schon reingeschrieben. Sehr, sehr gut. Annette hört mir häufig dazu, ist auch schon eine Kundin von mir, die kennt sich schon aus. Also super cool, danke fürs Mitmachen. Heißhunger, ja. Und ich würde sagen, danke Alia fürs Folgen. Die Berliner sagt Konsequenz, zu viel Verzicht, Frustration. Das ist auch gut und das geht alles in die gleiche Richtung. Kerstin sagt auch Heißhunger, auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Das sind nur blöde Kommentare, die lassen wir mal weg. Also, das heißt Disziplin, nicht konsequent genug sein, zu viel Verzicht, Frustration, das würde ich alles in einen Topf packen und drüber schreiben Heißhunger. Ja? Weil du fühlst dich halt schlecht, weil du das Gefühl hast, du brauchst was anderes. Dir fehlen die Kohlenhydrate, dir fehlt vielleicht der Zucker, du hast eben Heißhunger und du kannst es dann nicht durchhalten. Sind wir wieder beim Thema Disziplin. Denkst, du hast keine Disziplin, machst dich wieder selber fertig, dann geht es wieder in die mentale Ebene weiter und so weiter. Die Unweits wissen halt über Ernährung, Markus, ja, definitiv auch, ja, definitiv auch. Und deswegen sage ich, schau dir dieses Video an, was macht Zucker in deinem Körper, weil dann hast du schon mal ganz viel Unwissenheit ausgeklammert. Und dann weißt du genau, was da eigentlich los ist, was du so zu dir nimmst. Ja? Und der Heißhunger, mit was hat der Heißhunger zu tun? Wodurch entsteht denn der Heißhunger? Warum hast du denn überhaupt Heißhunger? Vielleicht weiß es auch jemand. Können wir mal schauen, wer die alten Hasen sind, die mir schon länger zuhören? Machen wir heute mal ein Quiz. Machen wir mal ein Neujahrsquiz. Boah, das können wir echt mal. Ich mache mal so live mit einem Quiz. Das finde ich so cool. Aber da müssen echt einige von euch dabei sein, weil wenn ich dann hier alleine stehe, das macht auch nichts. Das macht dann auch keinen Spaß. Das überlege ich mir mal, ob wir das mal machen. Also, was ist der Grund für Heißhunger? Wie entsteht Heißhunger? Schreibt es gerne mal rein. Heißhunger kommt bei mir nur, wenn ich generell zu wenig am Tag esse. Dann kommt es am Abend. Okay, das ist auch ein Grund, wenn du tagsüber zu wenig isst. Das kenne ich auch, ja. Vor allem eher dann der Hunger und dann hast du das Gefühl, du kannst einfach alles reinschaufeln. Genau, Annette ist schon mega im Bilde. Ja, richtig cool. Zu viel Zucker, sagt die Kerstin und die Annette sagt Blutzuckerspitzen. Ja, genau. Also zu viel Zucker ist definitiv ähnlich wie Blutzuckerspitzen, weil die Blutzuckerspitzen kommen ja von zu viel Zucker oder von zu. Ja, da sind wir wieder beim Unwiss, bei der Unwissenheit von Markus. Ja, das passt natürlich auch, wenn du nicht weißt, wie Blutzuckerspitzen entstehen oder dass die dafür verantwortlich sind, dass du Heißhunger hast, dann ist das natürlich ein Thema. Die Mini sagt auch Blutzuckerschwankungen und der Markus sagt kein Obst snacken. Super. Also, ja, ich sehe schon, ihr seid alle top informiert. Das ist sehr, sehr cool. Ich muss hier mein Live nicht alleine machen. Ich habe eure Hilfe. Das finde ich gut. So können wir weiterarbeiten. Das finde ich schön. Genau, die Blutzuckerspitzen. Wenn du ständig schwankenden Blutzucker hast, eher halt die Spitzen nach oben. Aber das Ding ist, bei der Nette, da müsste ich eigentlich noch dazu sagen, es sind nicht nur die Blutzuckerspitzen, die den Heißhunger machen, die erstmal eigentlich gar nicht so. Die Folge dann eher, wenn der Blutzucker halt nach unten schießt. Bedeutet, wenn der Blutzucker von hier oben nach ganz unten schießt, wie so eine Achterbahn, ja, rauf und schnell wieder runter, das ist das Schlimmste für den Körper. Die Spitzen, also die Schwankungen, ja, wenn er von eher weiter unten auf sehr hoch steigt und dann wieder runter, wenn er ständig hin und her geht. Das macht den Körper krank auf Dauer und das kann auch für Insulinresistenz und so weiter sorgen. Und wie kannst du das verhindern, dass das eben nicht passiert? Beziehungsweise an der tiefsten Stelle, wenn es dann nach unten schnellt, ist der Moment, wo du dann krass müde wirst, wo du dich hinlegen könntest und schlafen könntest und wo dann halt auch vielleicht dann der Heißhunger kommt bei vielen. Und der ist dann so gravierend und so stark, dass du nicht dagegen angehen kannst. Und dann sage ich halt, es hat nichts mit Disziplin zu tun, weil da kannst du, ich bin wirklich, was Disziplin angeht, ein Paradebeispiel, ja? Eigenlob stinkt, aber es gibt einfach Fähigkeiten, die kann jemand besser, die kann jemand schlechter. Wenn es um Disziplin geht, bin ich gar nicht so leicht einzuholen. Egal, ob das jetzt hier bei meinem Lebensstil, bei der Ernährung ist oder halt auch zum Beispiel in meinem Business, ja? Ich mache seit 2,5 Jahren, mache ich täglich einen Post oder ein Reel auf Social Media. Es gibt keinen Tag, wo das nicht passiert ist. So. Und das ist halt auch wichtig, um dein Business zum Laufen zu bringen. Jetzt nur als Beispiel. Das heißt, ich kann mich wirklich in allen Lebenslagen relativ gut nennen als Beispiel für gute Disziplin. Dafür habe ich andere Dinge, wo ich grottenschlecht bin. Ja, darüber reden wir heute natürlich nicht. Nein, Spaß. Also ich bin wirklich gut mit Disziplin. Aber jetzt sage ich dir, was ich auch nicht kann. Wenn ich Zucker esse und Kohlenhydrate, mir geht es genauso. Ich habe dann auch keine Disziplin. Ich kann da nicht sagen, nee, danke, ich möchte jetzt nicht noch das dritte Stück Schokolade oder ich brauche einfach nichts. Ich brauche dann auch was. Ich habe halt einfach nur eine Lösung für mich gefunden, wenn ich da mal in die Falle tappe. Gerade bin ich da nicht verführt, weil ich gerade wirklich keinen Zucker esse und kein Gluten und so weiter. Das heißt, ich komme gar nicht so auf die Idee, dass ich irgendwie Heißhunger habe. Mein Blutzucker ist super stabil. Wenn ich aber doch mal eine Ausnahme mache und was esse, was mir nicht gut tut, wo dann eben der Blutzucker stark ansteigt, schnell wieder nach unten kommt, ich trinke dann halt einfach meine Ketone. Und dann bin ich auch wieder okay und habe nicht dieses Gefühl, scheiße, ich muss was essen, ich habe Heißhunger. Aber ich kann dir sagen, ich bin da auch nicht besser als du, obwohl ich die Disziplinkönigin bin, weil ich gegen diesen Heißhunger auch nicht ankomme.
Ich weiß halt nur, wie ich ihn für mich ausklammern kann, dass ich ihn nicht habe. Zum einen Ketone trinken, ja, zum anderen aber definitiv halt auch den Blutzucker den ganzen Tag stabil halten. Ja. Genau, was trinke ich? Exogene Ketone, da kommen wir nachher noch dazu. Also gerne dabei bleiben, das können wir gerne am Ende vom Live einfach nochmal mit aufnehmen. Das ist nämlich im Prinzip eine kleine Unterstützung, eigentlich eine richtig große Unterstützung, wie du den Heißhunger einfach mal loswerden kannst. Ja, ich kann auch gerne gleich vielleicht ein bisschen was dazu sagen, macht jetzt Sinn, weil wir sind jetzt schon beim Thema. Die Ketonkörper unter anderem helfen dir, den Blutzucker zu regulieren. Sie senken deinen Blutzucker. Auch Regulierung in die andere Richtung. Eben wenn er nach unten sinkt, schauen sie auch, dass er nicht ganz so nach unten sinkt. Ja? Die regulieren, stabilisieren den Blutzucker und somit hast du halt einfach keinen bis ganz wenig Heißhunger nur noch. Und das merken wirklich Kunden von mir schon in den ersten paar Tagen Ketone trinken, dass der Heißhunger einfach weg ist. Und das ist wirklich das Allerschlimmste, haben wir ja vorher gesagt, der größte Grund beim Abnehmen, dass es eben nicht funktioniert. Und das ist eben der Heißhunger. Und den kannst du eben in den Griff kriegen, indem du natürlich deine Ernährung umstellst und dich gesund ernährst, im Sinne von blutzuckerkonform ernährst, dich so ernährst, dass der Blutzucker stabil bleibt. Und halt zum Beispiel auch noch die exogenen Ketone mit einsetzt. Wenn du da auch noch mehr darüber erfahren magst, wie das funktioniert, was du da am besten nehmen kannst, dann komm auch gerne in den Linktree in mein Profil, der allererste Link, der führt dich in mein WhatsApp. Ich schicke dir dann gerne noch mehr Infos, gerne auch den Shop-Link. Gerade haben wir auch ein neues Angebot jetzt am Jahresanfang, auch für Neukunden. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das alleine wird dich aber auch nicht rausreiten. Ja? Du kannst jetzt nicht erwarten, okay, super cool, ich trinke jetzt Ketone und dann habe ich nie mehr wieder Heißhunger und ich werde einfach abnehmen. Nein, ja? Die Ketone helfen dir nur, leichter einen Lebensstil zu etablieren, den du besser durchhalten kannst. Ja? Weil es dir leichter fallen wird, gesündere Entscheidungen zu treffen, weil du eben keinen Heißhunger hast. Das heißt, du brauchst keine schlechten Kohlenhydrate essen, du brauchst keine Süßigkeiten essen, du brauchst den ganzen Zucker gar nicht mehr und dann fällt es dir natürlich leichter, deinen Lebensstil so zu gestalten, beziehungsweise deine Ernährung so zu gestalten, dass der Blutzucker stabil bleibt. Und wie kannst du den Blutzucker stabil halten? Da gehen wir jetzt gleich drauf. Der Markus hat schon zum Beispiel eine Sache gesagt, kein Obst snacken. Obst ist auch Zucker und Obst alleine isoliert auf nüchtern Magen. Ja? Wer hat schon mal einen Apfel gegessen, ohne was dazu? Einfach nur einen Apfel als Snack. Schreib mal der 1 in die Kommentare. Wenn du schon mal einen Apfel gegessen hast, nichts dazu, nur den Apfel als Snack. Also ich habe das jahrelang gemacht, wirklich, manchmal sogar zweimal täglich und dachte, ein gesunder Snack, ein Apfel, was kann da dann irgendwie falsch sein? An sich ist es ja nicht falsch, aber es ist halt einfach nur blöd, so sehr blöd für deinen Blutzucker. Die Kerstin sagt, hat sie schon gemacht, die Denise sagt es auch. Ja, sehr gut. Haben wir schon mal ein paar, die das regelmäßig gemacht haben. Kerstin zumindest weiß jetzt schon, dass das keine gute Idee ist. Macht sie wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ja? Kombinier immer das Obst, wenn du es isst, mit Fett und Eiweiß. Nie isoliert auf nüchtern Magen. Immer mit Fett und Eiweiß kombinieren. Was meine ich damit? Du isst was dazu. Du isst zum Beispiel einen griechischen Joghurt mit Leinsamen und Hanfsamen zu deinem Apfel. Oder schneidest den Apfel da rein, meinetwegen. Du isst ein paar Nüsse vor dem Apfel. Das heißt, immer Obst, immer in Kombination. Obst immer einpacken. Also ich sage, Obst nie nackt essen. Also Obst immer in Kombination mit Fett und mit Eiweiß essen. Oder das Obst ans Ende der Mahlzeit setzen. Wenn du eine blutzuckerkonforme Mahlzeit zu dir genommen hast, das heißt, erstmal Grünzeug gegessen hast, Salat, Gemüse, Ballaststoffe, dann gesunde Fette, dann Eiweiß gegessen hast. Das sollte übrigens in jeder deiner Mahlzeit mit dabei sein, diese Bestandteile, sonst ist es einfach auch keine Mahlzeit. Ja? Ganz, 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 ganz wichtig. Dann unbedingt, wenn du Obst essen möchtest, du musst ja Obst nicht verteufeln, du musst Obst auch nicht aus deinem Leben schmeißen. Absolut nicht. Bitte mach das nicht. Aber lern halt, das klug einzusetzen. Immer in Kombination mit Fett und Eiweiß oder ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Obst ist ein Dessert. Außer vielleicht Beeren. Also Blaubeeren, heute Morgen hatte ich zum Beispiel auch Blaubeeren. Ich hatte Blaubeeren, Himbeeren kannst du nehmen, Brombeeren, meinetwegen im Sommer auch ein bisschen Erdbeeren. Die haben relativ wenig Fruchtzucker. Die könntest du zum Beispiel auch in der Früh schon essen, ohne dass du aus dem Fettstoffwechsel fällst, beziehungsweise ohne dass dein Blutzucker recht stark ansteigt. Ja. Und das ist halt echt eine richtig geniale Sache, wenn du das weißt und dann ist es gar nicht so schwer. Und schon bleibt der Blutzucker um so viel stabiler als vorher, wenn du halt zum Beispiel Obst die ganze Zeit frühstückst, auch nur Obst, nacktes Obst frühstückst, das Schlimmste, was du machen kannst. Hafermilch, Markus, da kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist nichts für dich, okay, gut, dann
wünsche ich dir auch ein frohes neues Jahr. Adios. Was ist mit Hafermilch? Granatapfel haben wir noch. Die Annette, die fragt. Also Hafermilch, ganz kurz, Markus, ich mach's kurz. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Also ist bescheuert. Du kannst auch Cola trinken. Ja, wenn ich das sag, dann schauen mich die Leute mal an, so die spinnt, aber ist so. Ja? Auch wenn auf deiner Haferfrei Zuckermilch, auf deiner Haferfrei, auf deiner Zucker, auf deiner Hafermilch zuckerfrei draufsteht, ist da Zucker drin. Weil beim Herstellungsprozess von Hafermilch entsteht immer Glucose. Das heißt, gern mal messen, wenn es dich interessiert, wenn du es mir nicht glaubst, wie stark der Blutzucker ansteigt, wenn du Hafermilch trinkst. Ja, Hafermilch wird ja auch immer gerade in den veganen Kreisen gehypt. Wie geil ist denn die Hafermilch und so weiter? Ja, die normale Kuhmilch, okay, die wollen wir nicht haben. Definitiv wollen wir die Hafermilch haben. Ist kein Deut besser. Keinen Deut besser. Mandelmilch schlägt die Kerstin vor. Das ist schon viel besser. Würde ich jetzt auch nicht in großen Mengen ständig konsumieren, weil es ist selten, dass man eine Mandelmilch findet ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne irgendwelche minderwertigen pflanzlichen Öle wie Sonnenblumenöl oder sowas, ist ganz oft in pflanzlichen Milchersatzprodukten drinnen. Und deswegen würde ich halt, die Mandelmilch kannst du mal nehmen, wenn du einen Schluck Milch im Kaffee brauchst, wenn du auch mal einen Eiweißshake trinken willst mit Mandelmilch oder so, oder die Schokoketone mit Mandelmilch, das machen viele meiner Kunden, weil die schmecken nicht so gut mit Wasser, ich finde die voll eklig, dann kannst du das machen. Aber ich würde halt nicht jeden Tag einen Liter Mandelmilch mir reinkippen. Zumindest keine, die halt eben diese Zusatzstoffe, hallo Adrian, die halt auch diese Zusatzstoffe beinhaltet. Würde ich nicht machen. Bei der Kokosmilch genau das Gleiche. Ja? Wenn du eine clean Kokosmilch hast, die du vielleicht irgendwo beim Bioladen kaufst oder die du vielleicht sogar selber herstellen kannst, Mandelmilch weiß ich, machen viele mit dem Thermomix, geht auch ganz leicht. Ich habe jetzt gerade das Rezept nicht mehr im Kopf, aber kann man echt auch selber machen, dann kannst du die natürlich trinken, aber ansonsten genau auf Mandelmilch umstellen. Markus, wenn du Milch brauchst, dann ist Mandelmilch das kleinste Übel von allen. Beim Erbsendrink, auch da schon, was da drin ist, ganz oft genauso viel Schrott drin. Bei der Sojamilch, da bin ich komplett raus. Ja, Soja macht hochgradige Entzündungen in deinem Körper. Auch die Sojamilch, die du bei uns bekommst, ist auch nicht frei von irgendwelchen Stoffen, die du nicht haben magst in deinem Körper. Ja, also klammert das alles aus. Milch kannst du komplett aus deinem Speiseplan streichen, egal welche Milch. Ich finde, für was brauche ich Milch? Und wenn du wirklich nicht darauf verzichten kannst, weil du eben mal einen Shake trinken willst mit Milch oder Milch im Kaffee brauchst, es gibt Menschen, die können keinen schwarzen Kaffee trinken, habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür, müssen wir eine Lösung finden, dann nehmen wir ein bisschen Mandelmilch. Oder du nutzt zum Beispiel die Keto-Cream. Weißt du, Kerstin mag die auch gerne. Dann machst du keine Milch in deinen Kaffee, sondern du nimmst Keto-Cream in den Kaffee. Hast auch noch MCT, mittelkettige Fettsäuren. Und es schmeckt, wie wenn du eine geniale, lecker süße Milch in deinem Kaffee hättest. Ja. Hast Zimt auch noch mit dabei. Mega gut. Hilft dir sogar, schneller in den Fettstoffwechsel zu kommen durch das MCT. Also das ist echt cool. Dann mach lieber sowas, als wenn du halt sonst viel Mandelmilch konsumieren würdest. Das wäre nur so ein Tipp. So, jetzt muss ich mal ein bisschen hier Gas geben, sonst bin ich hier eine Stunde live. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Ihr dürft mir gerne auch alle Fragen, die ihr noch habt, gerne stellen. Und ich finde es halt auch cool, weil dann kann man das live halt in die Richtung lenken, wie es für euch halt gerade auch wichtig ist. Weil ihr habt ja auch eure Zeit, die ihr mir hier schenkt. Und dann bin ich halt auch immer gewillt, eure Fragen zu beantworten. Also nochmal gerne, wer jetzt später dazugekommen ist, schreib einfach deine Frage in die Kommentare. Dann können wir da definitiv, wenn ich Bescheid weiß drüber, gerne drüber quatschen und ich kann dir ein bisschen Auskunft geben. Also, wir haben jetzt gesagt, über allem steht der Blutzucker. Lerne, wie du blutzuckerkonform essen kannst. Ich habe dir jetzt ja schon ein paar Dinge angeteasert. Ich habe dir schon ein paar Tipps gegeben. Der Markus hat einen der wichtigsten Tipp überhaupt genannt. Obst nicht snacken. Ja? Generell snacken musst du überhaupt nicht. 2 Mahlzeiten am Tag, beziehungsweise 3 Mahlzeiten, wenn du kein Intervallfasten machst. Das reicht definitiv aus. Mehr braucht es nicht. Keine Snacks dazwischen. Gib deinem Körper eine Essenspause. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wie heißt die Creme für den Kaffee statt Milch? Keto-Creme, also Keto und Creme mit K tatsächlich, ist von der Firma Proovit. Wenn du magst, kannst du gerne auch in den Linktree gehen, in meinem Profil. Auf den Link gehen zu den Infos mit den Ketonen. Da kannst du auch in den Shop gehen und da gibt es auch die Keto-Creme. Die kannst du auch dann direkt bestellen oder du gehst auch über den Linktree im Profil, der allererste Link, landest in meinem WhatsApp, schreibst noch gern Keto-Creme dazu. Und dann schicke ich dir einen Link, wie du sie auch bestellen kannst. Da kannst du sie mal probieren, ob sie dir schmeckt. Den meisten schmeckt sie echt richtig gut. Ich nehme sie teilweise täglich. Ich mache sie gar nicht so gerne Kaffee, weil in der Früh brauche ich keinen süßen Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee schwarz. Aber wo ich sie gerne reintue, in Joghurt zum Beispiel in der Früh, also meinen griechischen Joghurt, mache ich mir entweder das Eiweiß rein oder ich mache mir die Keto-Creme rein. Eins von beiden.
Kann ich die exogenen Ketone den ganzen Tag trinken? Markus, kannst du das nochmal erklären, wie du meinst? Du meinst über den Tag verteilt? Ja, so verstehe ich jetzt die Frage. Kannst du? Natürlich. Sinn der Sache und Sinn vom Hersteller ist eigentlich, das Päckchen innerhalb von, also das ganze Tütchen im Wasser aufgelöst trinken. Also ich bin jetzt schon fast leer, aber normalerweise ist die Flasche voll. Innerhalb von einer Stunde zu trinken, weil die Menge, die da drin ist an Ketonen, die bringt dich dann auch in Ketose. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Das Witzige ist, ja, und ich sage das auch mal dazu, und ich verstehe nicht genau, wie das funktioniert, aber es scheint zu funktionieren. Ich habe Kunden, die trinken das genau, wie du sagst, Markus, über den Tag verteilt. Die trinken morgens 2, 3, 4 Schlückchen, dann über den ganzen Tag verteilt, haben die diese Flasche dabei und trinken ihre Ketone über den Tag verteilt und die berichten trotzdem von mehr Energie, von mehr Fokus, erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, besseren Schlaf, bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung, weniger Entzündungen. Ganz viele spüren auch diese Vorteile, obwohl sie die Ketone verteilt über den Tag trinken. Das heißt, in meinen Augen sind die ja nie wirklich ganz in Ketose durch die Ketone, weil die trinken ja nie so viel, dass das alles ankommt auf einmal im Blut, um Ketone ins Blut zu bringen. So, also, aber es scheint zu funktionieren, ja. Aber ich sag dir auch, was der Sinn dahinter ist: Trink es innerhalb einer Stunde aus, ja, um dann einfach für ein paar Stunden wirklich in Ketose zu sein. Okay, Markus, als Wasserersatz muss ich dich jetzt wirklich enttäuschen. Bitte nutzt die Ketone nicht als Wasserersatz. Trink sie bitte zusätzlich. Dein Körper braucht auch Wasser. Ganz wichtig. Auch wenn du jetzt sagst, du hast Wasser, gewöhn dir an, Wasser zu trinken, weil nur Wasser kann in die Zelle. Und auch nur Wasser ohne Kohlensäure kann in die Zelle. Der Körper muss arbeiten und Wasser so filtern, dass Wasser rauskommt, damit es in deine Zelle kann. Ja. Und wir wollen dem Körper ja so wenig Arbeit wie möglich machen mit diesen Prozessen. Also gib ihm auch ein bisschen Wasser. Ja. Man sagt so um die 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, da kommen bei den meisten über 2 Liter Wasser am Tag raus. Das sollte halt schon auch dabei sein. Plus die Ketone. Ich weiß, für viele ist das eine krasse Trinkmenge und die kommen überhaupt nicht klar. Aber dann frag dich mal, warum vielleicht dein Fettstoffwechsel nicht so gut funktioniert, wenn du kein Wasser trinkst. Ja, das ist wirklich wichtig. Und dann auch gutes Wasser trinken. Aber das alleine ist auch ein anderer Punkt. Da gehen wir jetzt heute mal nicht mehr drauf ein, weil dann sprengen wir das live. Machst du dann. Markus hat schon 2 Sachen gelernt heute. Er schmeißt seine Hafermilch weg. Natürlich wollen wir keine Lebensmittel wegschmeißen, aber er kauft keine neue mehr. Und was macht er noch? Er trinkt mehr Wasser. Das finde ich gut. Sugar Bob. Mir geht es nicht um die Süße, sondern um den Milchersatz. Ich kann einfach keinen schwarzen Kaffee trinken, ja. Dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, probier mal die Creme aus, aber dann mach nicht die ganze Creme in deinen Kaffee, ja. Wenn du es eh nicht süß magst, die ist nämlich schon sehr süß, die ist es auch bei amerikanischen Verhältnissen gesüßt mit Erythrit. Also ich mache nicht das ganze Ding in meinen Kaffee rein. Ein Viertel reicht auch. Ein Viertel für unseren deutschen Geschmack reicht vollkommen aus. Und wenn du es nur als Milchersatz möchtest, ist es für dich vollkommen ausreichend. Und dann reicht es dir auch länger. Also super cool. Mega gut. Also, was ist jetzt noch wichtig neben dem Blutzucker? Wenn du erstmal zum Blutzucker noch mehr lernen möchtest, wie gesagt, schau dir mal das Live an, oben angepinnt, was Zucker in deinem Körper macht. Und ich habe auch ein Story-Highlight, das sind die runden Kreise in meinem Profil, das sind die Story-Highlights auf Instagram. Und dort kannst du mal das Story-Highlight Blutzucker durchklicken. Da hast du viele Lives, viele Posts, wo du wirklich alle Schritte lernen kannst, wie du deinen Blutzuckerspiegel stabil hältst. Oder du kommst, oder und, ja, am besten beides, kommst du in mein Bootcamp am 16. Januar. Da starten wir 16., 17., 18. und 19. Januar. Es sind 4 Abende im Januar um 20 Uhr deutsche Zeit. Ich werde dann schon in Mexiko sein, aber ich mache es zur abends deutsche Zeit. Macht definitiv am meisten Sinn. Silke, weiß ich, ist schon angemeldet. Ich glaube, die Kerstin wollte auch dabei sein. Einige, die hier mit im Live sind, sind tatsächlich auch schon angemeldet. Ja, dieses Live speichere ich auch ab, Denise, auf jeden Fall. Ist nachher im Feed auf Instagram zu finden. Natürlich auch auf Facebook abgespeichert und später lade ich es noch auf YouTube hoch. Weil TikTok kann man leider nichts abspeichern. Das nur zur Info. Genau. Das heißt, kommt gerne zum Bootcamp mit dazu. Ich habe das Angebot auch verlängert. Es ist jetzt quasi aus dem Jahresabschlussangebot ein wie sagt man denn, Neujahrsangebot geworden sozusagen. Du hast noch die Möglichkeit, 100 € auf mein Bootcamp zu sparen, auf mein Insulinresistenz-Bootcamp im Januar. Dort lernst du nämlich auch alles, was du brauchst, um deinen Blutzucker stabil zu halten, um endlich gesund abzunehmen. Es wird auch um andere Teilbereiche deines Lebensstils gehen, die du mit einfach an die Hand, also die du mit umsetzen solltest, die ich dir an die Hand gebe, wie zum Beispiel Bewegung, auch Schlaf, Nährstoffe. So, so wichtiges Thema. Die meisten haben keinen Plan,
was das dir angeht. Und das ist so wichtig. Du kannst nämlich auch nicht erwarten, dass dein Fettstoffwechsel gut funktioniert. Einerseits, wenn du kein Wasser trinkst, das haben wir jetzt schon abgehakt, aber auch, wenn du halt Nährstoffmangel hast. Ganz, 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 ganz wichtig. Und auch zum Thema Stressbewältigung wird es was geben im Bootcamp. Das heißt, hier hast du für nur 49 Euro zahlst du für alle 4 Abende, ja, live. Und du kannst sogar an jedem der Abende auch Fragen stellen und du bekommst die Aufzeichnung und du bekommst eine Zusammenfassung. Das ist richtig, richtig fett, Leute. Also das ist richtig genial, was du da bekommst. Das ist wirklich mein Wissen von 2 Jahren zusammengefasst für dich auf dem Silbertablett und du zahlst nur 49 Euro. Ja? Das darfst du gerne auch teilen. Du darfst Freunde mitnehmen. Ja, wäre schön, wenn das jeder dann einfach tatsächlich den Unkostenbeitrag dann auch zahlt. Ja, was du natürlich mit diesem Link machst, das ist dir quasi überlassen. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in dich, dass du da einfach auch so ehrlich bist und tatsächlich auch meine Arbeit schätzt und wertschätzt und das dann halt auch mit den Menschen teilst und dass sich da jeder aber dann wirklich eigenes auch einen Zugang kauft. Weil du hast auch die Möglichkeit, ich habe viele Fragen, die sagen, Leute, die sagen, oh, ich habe da Nachtschicht, meine Kinder, ich habe da ein Hobby, ich kann an dem Tag nicht, dann schau dir die Aufzeichnung an. Ja? Und du musst nicht denken, ich kaufe mir das nicht, weil ich bin ja nicht da. Nein, du kriegst ja die Aufzeichnung. Also das ist wirklich einfach ein riesen Neujahrsgeschenk an dich, wenn du diese 49 Euro investierst. Und ich kann dir sagen, ohne Witz, das werden die besten 49 Euro sein, die du für dich in deinem Leben investiert hast und investieren willst. Kann ich dir wirklich versprechen. Und wenn du nicht happy bist damit, dann sag mir Bescheid, ich gebe dir auch dein Geld zurück. Ja? Aber ich bin mir sicher, das sagt danach kein Mensch. Ja? Das wäre wirklich verrückt. Und dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Ja, einmalig 49 Euro. Ja. Ja, total verrückt. So sieht's aus. Hallo Claudia. Also, was machen die Ketone? Du bist wahrscheinlich jetzt erst später dazugekommen. Ich habe das vorher schon erklärt, aber nicht schlimm. Schau gerne das Live nochmal von vorne an. Das wird dir abgespeichert. Beziehungsweise, ich erkläre es nochmal kurz für dich. Also Ketose ist eigentlich der Stoffwechselzustand, in dem dein Körper aus seinem eigenen Körperfett Energie zieht. Bedeutet, er kriegt keine Energie in Form von Zucker, in Form von Glucose. Das heißt, du schiebst nichts oben nach mit Zucker und Glucose. Der Körper braucht aber trotzdem Energie. Er wechselt in den Fettstoffwechsel. Das heißt, die Leber fängt an, Ketonkörper zu bauen aus dem eigenen Körperfett. Hallo Tina, frohes neues Jahr. Übrigens an alle hier. Ja, ich spreche nicht nur zu manchen, sondern ich spreche zu allen. Und der Zustand der Ketose ist wahnsinnig heilsam. Ist auch unser Urzustand, das Beste, was du deinem Körper hin und wieder bieten kannst. Bedeutet, du hast mehr Fokus, du hast mehr Energie, du hast eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, du hast aber auch besseren Schlaf, du hast bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung und auch weniger Entzündungen. All das sind die Vorteile, die du hast, wenn du in Ketose bist. Und jetzt hast du die Möglichkeit, weil wie kommst du in Ketose, wenn der Körper sie selbst herstellt? Natürlich nur über ketogene Ernährung, heißt, du darfst einfach gar keine Kohlenhydrate mehr essen. Oder über Fasten, wenn du länger fastest, also gar nichts essen. Das sind ja beides keine Dinge, die du ständig durchhalten kannst. Vielleicht eine ketogene Ernährung, ja, für manche ganz cool, kann ich dir aber auch nicht pauschal für jeden empfehlen. Hat auch seine Kehrseiten und muss auch wirklich mit Vorsicht zu genießen sein, wenn man sich nicht gut auskennt, beziehungsweise wenn man schon Baustellen hat im Körper, ist das nicht die Ultra-Ernährung für immer und ständig für ganz viele Menschen. Kann man machen, aber wenn, dann nur zyklisch. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, dann ständig regelmäßig immer in Ketose zu sein über die Ernährung. Das heißt, du hast die Möglichkeit aber, indem dass du exogene Ketone zu dir nimmst, ja, von außen zuführst, deswegen heißt es exogen, von außen zugeführt, im Gegensatz zur endogenen Ketose, vom Körper selbst hergestellt. Wichtig ist nur, wenn du das machen möchtest, nutz wirklich 100% bioidentische Ketone. Das bedeutet, die sind 1:1 gleich zu denen, die dein Körper herstellt, wenn er sich eben im Fettstoffwechselprozess befindet. Und das ist wirklich wichtig, weil es gibt mittlerweile echt schon viele Ketone da draußen. Und ich habe immer wieder Leute, die mir schreiben, das funktioniert irgendwie nicht, passt nicht, ich merke gar nichts, ich habe keine mehr Energie oder ich habe gemessen und ich bin überhaupt nicht in Ketose. Und dann frage ich, welche Ketone hast du denn gekauft? So, ja, keine Ahnung was. Auf jeden Fall nicht die 100% bioidentischen, ja. Und wichtig ist wirklich auch, dass es RBHB-Ketone sind. Heißt wirklich 1:1 die gleichen, die der Körper herstellt. Denn der Körper stellt nämlich zu, ich glaube, 99-98% wirklich nur RBHB-Ketone her. Und deswegen sind sie halt bioidentisch, bedeutet der Körper
kennt sie, weil er sie selbst herstellt und kann damit arbeiten. Er nutzt sie genauso wie die er selbst herstellt, als Signalmoleküle und Energieträger. Und das ist halt der Clou an der Sache. Und das ist dann kein Grund, Abnehmmittel oder sonst irgendwas. Ja, du kannst nie erwarten, dass du was isst, trinkst, zu dir nimmst, rauchst, schluckst, schnupfst, was auch immer und dann auf wundersame Weise abnimmst. Es ist immer, immer in Kombination mit deinem Lebensstil zu sehen. Und das, wie gesagt, lernst du ja hier bei mir. Plus die Ketone helfen dir halt auch, den guten Lebensstil einfacher umzusetzen. Allein schon, weil wir die Hürde Heißhunger ausgeklammert haben. Da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Schönen Feiertag wünsche ich dir auch. Achso, der hat mir gar keinen schönen Feiertag gewünscht. Der hat nur gesagt, heute ist Feiertag. Das stimmt, heute ist Feiertag, aber ich finde auch am Feiertag können die Menschen über Gesundheit aufgeklärt werden, oder? Also finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn man mal schaut, wer hier alles dabei ist, dann würde ich sagen, ist doch schon auch so mittelmäßig bis ziemlich interessant, oder? Also ich finde es ziemlich cool. Ich habe Spaß. Das ist die Hauptsache hier. Nein, aber auf jeden Fall ist es halt auch super wichtig und sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst am Feiertag und dich über sowas einfach informierst. Das ist so wichtig, weil dein Körper ist dein größtes Gut. Dein Körper ist dein größtes Gut und ohne deinen Körper, der einigermaßen gesund ist, auch wenn du älter wirst, hast du halt ein hartes Leben und bist irgendwann vielleicht nur an die Couch gefesselt oder musst in den Gehstock gehen, das ist irgendwas. Und das möchte ich halt vermeiden für ganz viele, wenn sie älter werden. Okay, hier hören ganz viele Menschen aufmerksam zu, schicken Herzen. Tina sagt, ich rede weiter. Ja, Tina, ich hätte mich jetzt auch nicht aufhalten lassen. Keine Sorge, also so schnell kriegt man mich nicht stumm gemacht. Auf gar keinen Fall. Sehr cool. Hey, Evelyn ist auch dabei. Ich habe dir vorher gerade eine Sprachnachricht geschickt. Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen, die gerade neu mit dazugekommen sind. Genau. So, also Insulinresistenz Bootcamp. Ich freue mich über jeden, der sich noch anmeldet. Nutzt das Neujahrsangebot, 49 €. Zahlst du tatsächlich für alle 4 Abende inklusive Aufzeichnung, inklusive Zusammenfassung. Also im Grunde habe ich dir gerade gesagt, ich schenke dir das Ganze, ja, so ungefähr, weil es wirklich echt ein Preis ist, so wie ich sage, alte Schwede, mega gut. Also gleich nach dem Live loslaufen und dir das Bootcamp holen. Ich mache es nachher gerne nochmal in meine Story als Link rein. Dann kannst du es dir, kannst du da draufklicken und kannst dir es gleich holen für 49 €. Noch das Neujahrsangebot dir sichern. Du sparst ganze 100 €. Und dort lernst du eben alles, was du brauchst zum Thema Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe und Stressregulierung, um deine Insulinresistenz zu besiegen. Deswegen heißt es Insulinresistenz Bootcamp. Und wenn dir das noch nicht sagt, wenn du noch nicht weißt, was Insulinresistenz bedeutet, wirst du das auch dort lernen. Du wirst herausfinden, wie du die Diagnose bekommst, was bei der Diagnostik zu beachten ist und wirst auch erfahren dann eben, wie du sie umkehren kannst. Und das ist einer der größten Hürden, warum Menschen eben nicht abnehmen können. Das heißt, gleichzeitig lernst du, wie du gesund abnehmen kannst und wie du dir einen gesunden Lebensstil für dich aufbauen kannst, den du auch ein Leben lang beibehalten kannst. Genau, als nächster Tipp, den ich hier für dich habe, es ging ja jetzt ganz viel um Ernährung und den Blutzucker. Das steht wirklich über allem, ganz, ganz oben. Aber bitte mach auch Krafttraining. Mach bitte Krafttraining. Wie auch immer das dann für dich aussieht, ist super individuell. Wenn ich von Krafttraining rede, dann rede ich von ins Fitnessstudio gehen, Gewichte und Hanteln in die Hand nehmen, Kniebeugen machen, wie heißen die anderen? Deadlifts, fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, Kreuzheben, große Muskelgruppen trainieren, Latzug machen, Brustdrücken machen. Das sind so die besten Übungen für deinen ganzen Körper, die große Muskelgruppen ansprechen und dich da Schritt für Schritt verbessern und ein Hypertrophietraining machen, idealerweise mit einem ordentlichen Trainer, der dir einen anständigen Trainingsplan schreibt. Und ich weiß, das ist nicht so einfach, weil ich habe selber im Fitnessstudio gearbeitet und ich muss sagen, ich habe ganz oft Ohren und Augen ganz weit zumachen müssen, auch was Kollegen, die da teilweise gearbeitet haben, erzählt haben. Da hat sich bei mir alles irgendwie innerlich gesträubt manchmal. Es gibt da draußen wirklich nicht so viele gute Trainer, das muss ich wirklich so sagen. Ja, ich hatte das Privileg, wirklich meine Personal Trainer Ausbildung bei einem sehr, sehr guten Dozenten machen, dass ich den kennenlernen durfte, dass ich von dem lernen durfte. Leider sind ganz viele Ausbildungen nicht so der Hit. Das heißt, such den ordentlichen Trainer, wenn du da eine Empfehlung brauchst, der auch online arbeitet. Schick mir eine Nachricht, gebe ich dir gerne weiter. Aber auch darüber wirst du im Bootcamp ein bisschen was erfahren, warum Krafttraining so wichtig ist. Krafttraining macht nämlich die Zellen sensitiver dem Insulin gegenüber. Krafttraining durch die Ausschüttung der Myokine. Beim Krafttraining hast du eine erhebliche Entzündungsreduzierung. Wissen auch die wenigsten, die meisten denken, oh, das ist gar nicht gut. Oder auch, wenn Krankheiten bestehen wie Osteoporose und sonst irgendwas, darf ich kein Krafttraining mehr machen. Alter Schwede, bitte mach Krafttraining, wenn du willst, dass deine Osteoporose wieder besser wird.
Ja, das ist auch möglich. Ich habe gerade das Thema neulich nur gehabt, deswegen erzähle ich das hier. Das ist einfach Wahnsinn, weil ganz viele Ärzte auch behaupten, Osteoporose wäre nicht umkehrbar. Das ist völliger Käse, das ist machbar. Aber mach es halt nicht auf eigene Faust. Such dir jemanden, der dir hilft. Ein Trainer, der auch Erfahrungen hat mit Menschen, die Osteoporose haben. Ganz wichtig, ja. Geh nicht hier zum Hugo, zum Hulk, der so ein Muskelklotz ist, und geh da nicht hin und mach mit dem mit Osteoporose Training. Sondern such dir jemanden, der einfach Ahnung hat, ganz wichtig. Und dann ist Krafttraining ja auch, das ist das, was ich jetzt mit Krafttraining assoziiere, wenn du gesund bist, wenn du fit bist, ja. Wenn du aber körperliche Einschränkungen hast, zum Beispiel bei der Silke, sagt sie, sie muss super vorsichtig sein. Ja, definitiv. Wenn du Einschränkungen hast, das kann ich immer nur individuell für jeden beantworten. Das kann man nicht hier im Live sagen, wer was wie machen darf, das geht nicht. Deswegen ist es gut, wenn du natürlich da mit einem ordentlichen Trainer auch arbeitest und auch da in diese Sache investierst, weil es geht nochmal, es geht um deinen Körper. Alles, was du für dich und deinen Körper tust, das sollte dir jedes Geld der Welt wirklich wert sein. Dann machst du das, du kannst auch Krafttraining zu Hause machen, ja, bis zu einem gewissen Grad, ja, außer du bist dann irgendwann sehr, sehr stark und brauchst halt Gewichte. Das geht irgendwann daheim nicht mehr so gut, ja, weil du daheim wahrscheinlich keine Langhanteln irgendwo aufs Reck stellen kannst oder so. Ja, das heißt, je nachdem, wo du gerade stehst, wirst du vielleicht definitiv irgendwann mal ein Fitnessstudio brauchen. Genau. Nächstes Thema, der Schlaf. Ja, und schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Soll ich das nochmal wiederholen? Das war wahrscheinlich ein bisschen schnell. Ich wiederhole. Nur eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Was bedeutet das genau? Die Fähigkeit deiner Zelle, das Insulin aufzunehmen, die Fähigkeit deiner Zelle, Zucker in die Zelle zu lassen, weil das ist die Aufgabe vom Insulin. Insulin bringt den Zucker in die Zelle, unter anderem. Insulin hat noch mehrere Aufgaben. Aber wenn das nicht mehr gut funktioniert, hast du zum Beispiel eben eine Insulinresistenz. Und das ist eben das Gegenteil. Insulinsensitivität ist, wenn es gut funktioniert, heißt die Zelle ist sensitiv dem Insulin gegenüber. Das funktioniert. Insulin darf da kommen, darf andocken an einem Rezeptor und darf den Zucker in die Zelle bringen. Wohingegen Insulinresistenz, da ist die Zelle resistent, die sagt, leck mich am Arsch, ich habe hier keinen Platz, geh weg mit deinem Zucker. Ja? Und schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert eben diese Insulinsensitivität um 30%. Das heißt, wenn du schlecht geschlafen hast, zu wenig geschlafen hast, was ich zum Beispiel die letzten 2 Nächte gemacht habe, nicht so gut, dann hast du automatisch eine leichte Insulinresistenz. Heißt, du hast am nächsten Tag, natürlich bist du müde, ja, keine Sache, keine Frage, deswegen hast du auch einen erhöhten Blutzucker, du hast erhöhtes Insulin definitiv, du hast wahrscheinlich definitiv auch mehr Heißhunger und hast dann halt auch das Verlangen nach ungesunden Lebensmitteln, viel, viel mehr. Ja, wenn ich zu wenig geschlafen habe, schlecht geschlafen habe, dann habe ich immer Bock auf Butterbreze, auf, bei uns heißt es Leberkässemmel, ja, Dinge, die ich halt normalerweise nicht esse. Butterbreze, klammer ich aus, das esse ich schon manchmal, weil das ist einfach so lecker. Aber das ist halt einfach blöd. Auch da helfen dann definitiv am Morgen wieder die Ketone, die mich dann wieder auf Kurs bringen. Das ist dann sehr nötig. Ich habe heute auch schon hier Black Label Ketone, die haben sogar Koffein drin und die haben auch definitiv mehr Ketone drin. Habe ich heute definitiv gebraucht. Silke merkt es dann mit Migräne. Definitiv hängt ja auch mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Also ganz, ganz spannend. Das ist auch ein toller Kommentar. Wow. Schlaf ist so wichtig. Wenn ich schlecht oder zu wenig geschlafen habe, dann kriege ich sofort Pickel. Super. Also ganz tolles Beispiel. Danke fürs Teilen. Also das ist echt cool. Also nicht cool, dass du dann Pickel kriegst. Aber ja, das hängt natürlich auch mit dem Blutzucker zusammen, der dann bei dir halt sofort resultiert in unreine Haut. Ja? Unreine Haut sind ja auch kurze Auswirkungen von Blutzuckerspitzen bzw. Blutzuckerschwankungen. Und wenn du schlecht geschlafen hast, ich habe ja gesagt, Schlaf und Blutzucker sind Bruder und Schwester, die sind Zwillinge eigentlich, ja. Wenn das eine schlecht ist, ist das andere schlecht. Wenn das eine gut ist, wird das andere besser, ja. Das heißt, du kannst nicht erwarten, schlecht zu schlafen, am nächsten Tag einen tollen Blutzucker zu haben. Andersrum, wenn dein ganzen Tag Blutzucker-Achterbahn ist, kannst du nicht erwarten, dass du super gut schläfst, ja. Das ist beides. Es hängt einfach mit
miteinander zusammen. Danke für die Herzen. Gott sei Dank kein Heißhunger. Das ist gut, gell? Das ist schon mal gut. Aber du musst halt auch sagen, du trinkst ja auch regelmäßig die Ketone. Na, die helfen dir ja auch gegen den Heißhunger. Also das ist ja auch schon mal eine coole Sache. Oh, hier gibt es sogar Feuer auf Instagram. Dankeschön. Normal kriege ich immer nur Herzen. Cool, Feuer finde ich auch schön. Was haben wir noch? So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie du heißt. Warte mal. Okay, es kann jetzt nur in die Hose gehen. ich glaube, es war Barbara. Aber hallo Barbara, wenn nicht, dann tut's mir leid. So, und ändert mal euren Namen hier auf Instagram. Das wäre mein gelöster Wunsch, dass jeder so heißt, wie er heißt. Dann weiß ich, wer hier in mein Live kommt. Aber andersrum können wir meine grauen Gehirnzellen trainieren. Das ist auch gut. So, Schlaf haben wir gesagt, Nährstoffe. Ja, möchte ich jetzt gar nicht so weit, so nah drauf, also so tief drauf eingehen, weil da kann ich auch wieder eine Stunde reden und dann wird es ein Tageslive, das bringt irgendwie auch nichts. Und du sollst ja im Bootcamp auch noch was lernen, ja? Das soll ja für mich ja auch marketingtechnisch Sinn machen, das Ganze. Nein, wenn ich dir jetzt schon alles erzähle, brauchst du nicht ins Bootcamp kommen, aber definitiv, ich kann dir natürlich nicht in einer Stunde erzählen, was du sonst in 4 Abenden lernst, das ist ganz klar. Lass dir einfach nur gesagt sein. Du musst deine Nährstoffe auffüllen. Ja. Und wenn du kein Omega-3 bis jetzt nimmst und kein Magnesium nimmst und kein Vitamin D, dann mach das bitte. Und erst wenn du das wieder machst, dann rede ich wieder mit dir. Ja. Das meine ich natürlich als Spaß, aber es ist wirklich so wichtig, denn du kannst nicht erwarten, dass dein Körper optimal funktioniert, dass dein Fettstoffwechsel optimal... Barbara, das stimmt. Sehr gut. Dass dein Fettstoffwechsel optimal funktioniert und alles Weitere, wenn dein Körper nicht die nötigen Werkzeuge hat, um das alles zu reparieren. Ja, wenn ihm Magnesium fehlt, wenn ihm Vitamin D fehlt, wenn ihm Omega-3 fehlt, dann brauchst du auch gar nicht versuchen abzunehmen, weil du musst erstmal auch Entzündungen reduzieren, da braucht es Omega-3 dafür. Und wenn dein Körper das Verlangen hat nach Omega-3, wenn du ihm nicht genügend gibst, dann wird er immer dir signalisieren, ich brauche mehr zu essen und ich bin noch nicht satt und ich habe Heißhunger und ich will noch was haben, weil Nährstoffe fehlen. Und dann gibst du ihm was und dann ist da wieder nichts drin von dem, was er braucht. Das kann nicht funktionieren. Ja, deswegen ist halt auch Heißhunger und einfach dieses Verlangen immer nach mehr Essen ganz oft halt auch begründet auch in einem Nährstoffmangel. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Nährstoffe tagtäglich auffüllst. Ich sage immer messen ist besser als raten. Das ist einfach super wichtig. Und hallo Andi, schön, dass du dabei bist. Messen ist besser als raten. Das heißt, mach mal eine Nährstoffanalyse, schau mal, was dir fehlt. Ja, wenn du das nicht bei deinem Arzt machen kannst, der Hausarzt, da kommst du meistens nicht weit, such dir einfach einen Therapeuten, einen Arzt, der auch ganzheitlich arbeitet, der das vielleicht mit dir macht. Es gibt auch schon coole Online-Portale, wo du das Ganze auch bestellen kannst für zu Hause, wo man auch schon einigermaßen guten Richtwert kriegt, wo man steht. Aber natürlich ist es immer gut, das in einem ordentlichen Labor zu machen und das halt dann auch von einem Profi auswerten zu lassen. Und dann weißt du, was dir fehlt und dann kannst du gezielt supplementieren. Das ist nicht das Ziel, dass du einfach alles einschmeißt, was da draußen gibt, um nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist einfach Mist so. Ja, da kann man halt auch ganz schön viel Mist, also ganz schön viel blöde Sachen machen. Ja, bei manchen Nährstoffen musst du nämlich auch ein bisschen aufpassen, ja. Trifft jetzt nicht auf Omega-3, Vitamin D und Magnesium zu. Also keine Sorge, die kannst du einfach gehen und dir holen, ja. Und erst dann reden wir weiter, dann gehen wir tiefer. Wer dann eine Empfehlung braucht, kann sehr gerne in den Linktree gehen in meinem Profil. Dort hast du den Link für Naturtreu. Dort kannst du dir zum Beispiel Magnesium holen, dort kannst du dir Vitamin D holen. Und es gibt auch einen Link für Norsan. Dort kann ich dir empfehlen, dass du dir das Omega-3 holst. Ja, das gibt es auch bei Naturtreu. Holst dir lieber bei Norsan. Da hast du auch Rabattcodes dabei. Kannst du sparen bei der Erstbestellung. Ist auch eine coole Sache. Genau, um was es geht, habe ich hoffentlich einen Titel geschrieben. Sehe ich jetzt hier nicht mehr auf TikTok. Wie du 2024 dein Wunschgewicht erreichst. Ja, und da sind wir jetzt auch schon fast durch. Wir haben schon ganz viele Tipps gegeben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen auch mitgeschrieben, euch notiert für alle, die das jetzt neu ist. Wer schreibt, der bleibt, sagt die Steffi immer. So ist es wirklich super, super wichtig. Schreibt dir die Dinge auf, weil mein Hirn ist manchmal wie ein Sieb. Ich merke mir, ich muss mir viel merken. Und ich... Bestes Beispiel gerade mit dem Namen von der Barbara, es war 50-50, ich hatte Gott sei Dank recht, aber ich kann mir auch nicht alles merken. Schreib es dir einfach auf, ja. Egal ob digital, ob du ein Notizbuch hast, wo auch immer du denn, schreib dir das auf. Das ist Wissen, davon wirst du dein Leben lang profitieren. Spirulina, kennst du dich da auch aus? Ja, die Frage ist, warum möchtest du Spirulina nehmen? Wahrscheinlich eigentechnisch Omega-3, ja, ist wahrscheinlich so deine Connection jetzt. Ich kann dir halt empfehlen, nimm wirklich ein richtiges Omega-3. Oft ist es halt, manche nehmen ja Spirulina auch für den Darm, ja, also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, es hat schon so seine Vorteile, aber du wirst nicht drum rumkommen, Omega-3 zu supplementieren, ja.
Weil wenn du ein Algenprodukt nimmst oder auch Algen zu dir nimmst, in welcher Form auch immer, gibt es ja auch diese, ich habe vergessen, wie die heißen, die man so kauen kann, diese Plättchen. Ja, das ist schon nett, aber da kannst du deinen Omega-3-Bedarf nicht decken. Da hast du einfach nur die pflanzliche Omega-3-Fettsäure mit drinnen, die Alpha-Linolensäure. Der Körper braucht aber auch die marinen Fettsäuren, das EPA und das DHA. Und im Algenöl und in den Algenkapseln von Noisin ist es tatsächlich enthalten. Du hast da auch Polyphenole mit dabei und das nicht wenig. Polyphenole braucht es, damit das Omega-3 auch aufgenommen werden kann. Ja, Polyphenole sind die guten Stoffe im Olivenöl zum Beispiel. Ja. Es ist ein pflanzlicher Stoff, der auch sehr antioxidativ, antientzündlich wirkt. Hilft extrem bei dem Omega-3, wenn es ein gutes ist. Ja, es soll kein Konzentrat sein und es soll auch nicht Schwermetall gereinigt, nur Schwermetall geprüft sein. Das muss unbedingt Schwermetall gereinigt sein. Da wirklich drauf achten. Das bekommst du eben alles bei Noisan, deswegen empfehle ich das und das auch zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, alte Schwede, das ist ziemlich cool. Ja, gut, gehen wir weiter. Letzter Punkt, an dem du arbeitest, wenn du 2024 deine Wunschfigur erreichen möchtest. Jetzt gucken wir mal, wer noch dabei ist von den alten Hasen, der jetzt weiß, was das für ein Punkt ist. Ich sag mal, es hat nichts mit Ernährung zu tun, es hat auch nicht unbedingt dann was mit Bewegung zu tun, es hat auch nichts mit Schlaf zu tun, es hat auch nichts direkt mit Nährstoffen zu tun, aber du musst dich trotzdem darum kümmern und die meisten Menschen ignorieren das Ganze und deswegen klappt es halt vielleicht auch nicht. Ja. Schauen wir mal, ob irgendwer draufkommt. Also vielleicht ist noch jemand dabei, der mir schon länger zuhört, der vielleicht auch Kundin ist bei mir, wie Janette oder die Kerstin. Vielleicht sind die noch am Start oder auch die Evelyn, die weiß es sowieso. Ich glaube, sie ist auch Heilpraktikerin, also die kennt sich sowieso aus. Bin ich gespannt, ob da jetzt jemand draufkommt. Wahrscheinlich ist jetzt alle schon eingeschlafen oder was ist los? Hallo, ist noch wer da? Wir sind gleich fertig, dann dürft ihr gehen. Okay, keiner spricht mit mir. Ist aber schade, was ist denn da los? Wahrscheinlich macht ihr alle gerade nebenbei was. Kann ich euch nicht verübeln. Kann ich euch nicht verübeln. Hier kommen wenigstens Herzen. Das ist doch schon mal gut. Sehr schön. Ich warte mal ein bisschen. Ich gebe euch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt das bei euch auch zeitverzögert an. Oder es ist wirklich so schwer, die Frage, dass die keiner weiß oder keiner kommt drauf. Und wenn ich es dann sage, dann sagst du, ach ja, genau. Ich weiß, die Leute wollen ja immer recht haben. Und die Leute freuen sich, wenn sie eine richtige Antwort geben. Aber das scheint gerade wirklich keiner zu wissen. Also, was kann noch? Ah, danke, Adelheid. Stress. Es geht doch. Es geht doch. Der Stress. Und der Stress, das ist halt so eine Sache. Ja? Auch da lernst du im Bootcamp ein bisschen was dazu, welche drei Ebenen von Stress es gibt, wie du auf allen drei Ebenen arbeiten kannst. Es ist nämlich nicht nur so dieses Offensichtliche, Stress von außen, Termindruck, Deadlines und so weiter, sondern einfach auch emotionaler Stress. Also Stress auf emotionaler Ebene zum Beispiel. Das sind Dinge. Denkst du dir jetzt, hä, was meint sie jetzt? Wird sie jetzt spirituell? Nein, keine Sorge. Aber Dinge, die du vielleicht in deinem Unterbewusstsein noch mit dir rumträgst, es kann Trauma sein aus der Kindheit. Es kann einfach ein Glaubenssatz sein, der dich tagtäglich irgendwie dann stresst. Irgendwas, was du noch mitnimmst. Es kann sein, dass du jemanden noch nicht verziehen hast oder dass irgendwas bei dir noch nicht so ist, also wo du einfach noch jeden Tag Stress verspürst. Vielleicht auch nur im Unterbewusstsein. Und es kommt gar nicht so richtig an die Oberfläche. Du weißt es vielleicht auch gerade gar nicht. Das ist oft auch der Fall. Und das kann dich auch stressen. So, das ist das eine. Da kannst du natürlich auch dran arbeiten. Auf diversen Ebenen kannst du damit arbeiten. Auch wieder idealerweise mit Hilfe. Viel geht dann gar nicht alleine. Oder Stress auf körperlicher Ebene. Wenn du noch eine weitere Baustelle hast, zum Beispiel neben deiner Insulinresistenz, die ja auch schon gravierend dafür sorgen kann, dass du Stress im Körper hast, ja. Oder auch andersrum, zum Beispiel ein Leaky Gut, der auch wiederum Stress verursachen kann. Und dann Stress verursacht wieder eine Insulinresistenz. Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel, ich habe ja auch die letzten Monate an meiner Gesundheit gearbeitet, ich hatte ja eine leichte Insulinresistenz von 2,2. HOMA-Index von 2,2. Das ist eindeutig über 2. Das ist zu hoch. Das wollen wir nicht haben. Bei mir kann das aber nicht an der Mangel an der Ernährung gelegen haben. Es war auch nicht irgendwie das Mangel der Krafttraining oder sonst irgendwas. Es war einfach wahrscheinlich Stress, aber auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe jetzt monatelang daran gearbeitet, dass ich das verbessere auf diversen Ebenen und habe jetzt einen HOMA-Index von 0,8. Also bei mir war das Insulin zu hoch, der Blutzucker war alles super fein, aber Insulin war zu hoch, das war bei 10, jetzt liegt es bei, keine Ahnung, 3 oder 4 oder so. Und daraus ergibt sich dann halt ein HOMA-Index von 0,8 bei mir. Und das ist richtig, richtig cool, richtig cool. Wie testet man das, Jenny? Ob man eine Insulinresistenz hat, meinst du, wie man das testet?
Mit dem Humer-Index zum Beispiel. Der Humer-Index ist ein Quotient aus nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin. Das Ganze wird dann in Relation gesetzt und durch einen Wert geteilt und dann kommt dann eine Zahl raus. Und alles, was unter 2 ist, wäre bitte wünschenswert beim Humer-Index. 0,8 und unter 1 ist natürlich super, 0,8 ist mega, was ich jetzt habe. Alles über 2 sollte dann wirklich kritisch hinterfragt werden und dann auch geschaut werden, dass man da was macht dagegen. Ja. Und wo auch immer dann das Problem ist, sei es die Ernährung, sei es der Bewegungsmangel, sei es der Schlaf, der nicht gut ist, sei es Stress, der zu viel ist, der nicht gut bewältigt wird, wie auch immer, muss man dann daran arbeiten und muss man auch erstmal suchen, was sind denn deine Trigger für die Insulinresistenz und warum hast denn du überhaupt deine Insulinresistenz? Mein größter Oberbegriff ist halt da immer die Blutzuckerschwankungen und die schlechte Ernährung, weil da, das ist halt das Problem, was die meisten Menschen haben, dass sie gar nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen, dass der Blutzucker stabil bleibt. Die meisten haben das gar nicht auf dem Schirm, darum mache ich ja dieses Live. Die meisten haben das ja gar nicht auf dem Schirm, dass es halt einfach mal verdammt nochmal so wichtig ist. Ja. Heißt dann immer Kaloriendefizit und Bewegung und dann nimmst du schon ab. Das kann funktionieren, das kann aber auch in die Hosen gehen. Ja. Und dann haben wir noch die Schilddrüsenunterfunktion, sagt die Annette, kann auch ein Thema sein, warum du nicht abnimmst, ganz klar. Das ist auch immer eine Frage, die ich relativ schnell stelle, wenn du eigentlich alles richtig machst, hast du deine Schilddrüse schon anschauen lassen. Ja. Auch das ist ein eigenes Thema. Bin ich keine Expertin dafür, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich kann dir da ein bisschen helfen, aber wenn du da wirklich ein Riesenthema hast, dann kann ich dir da auch jemand anders empfehlen, mit dem du arbeiten kannst, der da wirklich, wirklich auch auf medizinischer Ebene eine Ärztin, die wirklich dir da helfen kann, auf ganz, ganz tollem Niveau. Aber wichtig ist halt für dich schon mal zu wissen, was muss ich denn testen überhaupt für die Schilddrüse? Und die meisten Ärzte oder viele haben halt einfach nur den TSH-Wert checken lassen. Das heißt aber noch gar nichts. Ja. Du musst auch FT3 und FT4 mit checken und einfach ein paar Dinge dazu auch einfach wissen, um wirklich einen Haken hinter das Thema Schilddrüse zu machen. Und wenn du einfach eine Schilddrüsenunterfunktion hast, wie zum Beispiel bei der Nette seit 20 Jahren, ja natürlich hast du da eine Einschränkung, was das Abnehmen angeht. Aber auch da kannst du das halt auch wieder verbessern, die ganze Schilddrüsenthematik, wenn du das alles umsetzt, was ich heute schon gesagt habe. Ja, wenn du vor allem auch deine Nährstoffe auffüllst. Das meiste an Schilddrüsenunterfunktionen oder an Schilddrüsenthematiken grundsätzlich entstehen durch Nährstoffmängel. Und wenn du über Jahre deinen Körper ausbeutest, ja, kein Wunder, dass deine Schilddrüse dann in der Unterfunktion ist. Wie sollte das auch anders gehen? Geht nicht, ja. Deswegen da halt unbedingt auch noch mehr auf die Nährstoffe achten. Bekommt man eine Insulinresistenz durch PCOS oder PCOS durch die Insulinresistenz? Das ist auch eine schöne Frage, Denise. Grundsätzlich eigentlich eher Letzteres. Ja? Das heißt, jeder, der PCOS hat, kann eigentlich relativ sicher gehen, dass da auch irgendwo eine Insulinresistenz schlummert. Entweder ist sie noch nicht diagnostiziert. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmefälle, aber meistens hast du die Insulinresistenz und die führt dann zu PCOS. Ja? Manchmal geht es auch Hand in Hand, das so schnell kann man dann gar nicht schauen. Aber ganz oft ist es halt wirklich einfach diese Sache, dass die Insulinresistenz da ist, ja, und immer wächst, wächst, wächst und irgendwann wird dann PCOS draus. Ja. Man sagt ja nicht umsonst umgangssprachlich PCOS, die Insulinresistenz der Eierstöcke. Ja. Was da halt einmal das Problem ist, dass die Kommunikation auch nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, das, was am Ovar ankommen soll, also am Eierstock, an Information, um das Ganze halt ordentlich zu managen, sag ich mal ganz einfach, ist halt irgendwo behindert. So, das funktioniert halt einfach nicht, ja. Und ist natürlich ein hormonelles Thema, ganz klar, kann da zum Beispiel auch Myo-Inositol super helfen, um da die Kommunikation wieder besser herzustellen, das ist nur eine Sache. Übrigens lernst du im Insulinresistenz-Bootcamp auch Nährstoffe, die dir helfen, die Insulinresistenz schneller zu besiegen. Also nicht nur die Nährstoffgrundversorgung, die du brauchst, ja, ohne die es gar nicht geht, aber dann halt auch, okay, was kannst du noch on top machen zu den ganzen anderen Punkten, zu den exogenen Ketonen noch dazu, was kannst du zusätzlich noch nehmen, um die Insulinresistenz besser zu machen und einfach schneller loszuwerden. Genau. Das waren jetzt so die wichtigsten Punkte. Ich hoffe, es war wertvoll für dich, dass du jetzt weißt, okay, an was muss ich denn überhaupt arbeiten, wenn ich mein Wunschgewicht erreichen will. Und es ist halt nicht nur immer nur das Ernährungsthema. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen rede ich da auch. Also da rede ich natürlich wahrscheinlich zu, ich würde mal sagen, 70% drüber. Weil das ist tatsächlich für viele der größte Hebel und der Hebel, wo auch viele was falsch machen. Aber auch die anderen Punkte, die dürfen wir nicht vergessen. Und Stress ist vielleicht sogar noch viel wichtiger als die Ernährung. Ja, weil wenn der Stresslevel halt gut ausbalanciert ist und du auf dieser Ebene 100% in Ordnung bist und gesund bist, kann der Körper auch mal eine Ernährung, die dann nicht so ideal läuft, viel besser verzeihen und damit umgehen, als wie wenn du eh schon
auf dem Zahnfleisch daherkommst, sagt man bei uns in Bayern, ja? Also wenn dein Körper schon mal keine Nährstoffe mehr hat, Stress jenseits von Gut und Böse ist, du scheiße schläfst und dich auch nicht bewegst, und dann was Schlechtes isst, dann haut es richtig rein. Also wie wenn der Rest passt und die Ernährung ist halt hin und wieder mal nicht so ideal. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, ohne das eine geht das andere nicht. Das ist so wichtig. Es ist immer ein ganzheitliches Bild. Wenn ich über den Lebensstil spreche, geht es immer um alle Punkte zusammen. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe und Stressregulierung. Und was du da im Einzelnen machst und was dir da konkret helfen kann, das lernst du einfach alles im Bootcamp Insulinresistenz, also im Insulinresistenz Bootcamp ab dem 16. Januar, 16., 17., 18., 19. Januar. Kannst du mit dabei sein, es wird live sein, du darfst auch deine Frage stellen, du zahlst wirklich nur 49 Euro für die ganze Geschichte, ich habe es vorher schon erklärt, jetzt sind noch ein paar neue dabei, ich wiederhole nochmal, du hast die Möglichkeit, dir das jetzt noch zu holen zum Neujahrsangebot für 49 Euro, das heißt, du sparst ganze 100 Euro, ja, und das ist richtig cool, die Aufzeichnung wird dir zur Verfügung stehen, du bekommst auch eine Zusammenfassung in schriftlicher Form, wenn du dir die Aufzeichnung dann nicht anschauen willst, einfach nur die Zusammenfassung lesen willst, ist auch eine coole Sache, hast du einfach alles mit dabei für nur 49 Euro. Ja. Also zögere nicht, dir das einfach jetzt noch zu sichern, dann sparst du die 100 Euro, du zahlst nur 49 Euro für 4 Abende im Januar. Ich mache das nachher gleich noch in meiner Story rein, den Link, dann komm gerne nochmal in der Story vorbei und melde dich da einfach gleich an, hol dir das gleich, sicher dir das. Das ist wirklich eine Investition für dein Leben und einfach ein Ziel oder einfach dein Weg sozusagen zu deiner Wunschfigur 2024. Dass es diesmal einfach wirklich klappt, weil, wie wir vorher am Anfang des Lives ja gesagt haben, alter Schwede, so viele Menschen haben schon so viel ausprobiert, da gehörst bestimmt auch du dazu. Und du wärst jetzt wahrscheinlich nicht hier in diesem Live, wenn es bei dir gut geklappt hätte, ja? Sondern du hast wahrscheinlich noch Defizite, du möchtest noch was optimieren in deinem Körper und dann ist dieses Insulinresistenz-Bootcamp definitiv für dich. Ja. Ein gesundes neues Jahr, Stefan, das wünsche ich dir auch. Spielt die Krankheit Lipödem da auch irgendwie mit rein? Die ganzen Thematik finde ich äußerst komplex. Definitiv, ganz klar. Also alles, was ich hier jetzt gesagt habe, rauf und runter, alle Tipps, die kannst du eins zu eins für dich, wenn du von Lipödem betroffen bist, zum Beispiel, Denise, 100% auch umsetzen. Hilft dir alles, besser auch mit deinem Lipödem leben zu können. Auch die Ketone, Ketonkörper im Blut zu haben bei Lipödem ist Wahnsinn, ist mega genial und wird dir helfen, damit besser leben zu können. Beschwerdefrei vor allem. Hab da auch schon mal ein Live dazu gemacht. Also ich habe da sogar ein eigenes Story-Highlight, da ist nicht viel drin. Das sind die runden Kreise in meinem Profil. Schau dir das gerne mal an zum Thema Lipödem, ein Story-Highlight. Musst vielleicht ein bisschen scrollen. Ich glaube, das ist schon nach hinten gerutscht. Schau dir das an. Also du scrollst dann nach links. Du kannst die runden Kreise auch verschieben. Ja? Also da sind mehr als nur 4, die du siehst, sondern die kannst du scrollen. Schau dir mal das Live an mit Dr. Hildegard Schneider-Nutz. Ich muss mir mal überlegen, wie sie wirklich ganz heißt mit vollem Namen. Eine bekannte Ärztin von mir, die auch selber an Lipödem leidet, die jetzt dieses super in den Griff bekommen hat, ganz toll damit leben kann, jetzt auch wieder sich toll bewegen kann, ohne Schmerzen, wieder Tennis spielen kann und so weiter. Und sie hilft jetzt eben Frauen, sie ist funktionelle Medizinerin, sie hilft jetzt Frauen eben mit Lipödem damit gut klarzukommen. Und da gehört das alles, was ich jetzt gesagt habe, 100% mit rein. Und ganz oft haben natürlich Frauen mit Lipödem eine Insulinresistenz. Ganz klar. Ja, ganz, ganz klar. Also ich könnte den Kurs auch nennen, verbessert deine Schilddrüsenwerte, verbessert dein Lipödem. Heißt halt jetzt Insulinresistenz Bootcamp. Das ist halt meine, mein Thema, ja, mit dem ich helfe Menschen, die Insulinresistenz umzukehren. Aber ich kann dir auch sagen, wenn du deine Insulinresistenz schaffst, umzukehren, werden auch alle anderen Baustellen in deinem Körper Schritt für Schritt besser werden. Weil die Hauptursache in deinem Körper für Dinge, die nicht funktionieren, alles, was wir jetzt aufgezählt haben, sind stille Entzündungen. Stille Entzündungen. Und die werden natürlich maßgeblich verbessert, wenn du auch deine Insulinresistenz umkehrst. Und somit werden auch alle anderen Dinge besser. Und das Schöne ist, es gibt nicht eine Ernährung für das. Eine Ernährung für das. Übrigens auch Rheuma, Arthrose, all diese Geschichten. Ja. Ich habe irgendwie in meiner Ausbildung, so hatten wir ein Kapitel eben Ernährung bei diversen Krankheiten. Und wir hatten immer ein Kapitel Ernährung bei Rheuma, Ernährung bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Und ich habe immer gedacht so, was genau? Also irgendwie macht das doch gar keinen Sinn. Und es ist, also das Schöne ist, wenn du es einmal hier lernst, was eine blutzuckerkonforme Ernährung beinhaltet, dann hilft dir das für all deine Baustellen im Körper. Und
da lehne ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster. Das ist einfach so. Das ist halt Wahnsinn. Natürlich kann es sein, dass da halt einfach dann noch andere Dinge da sind, wo du dann nochmal mit einem Experten einfach arbeiten musst, um vielleicht noch tiefer zu gehen, wo du wirklich Mediziner auch dafür brauchst. Aber mit der Ernährung, mit dem Lebensstil kannst du ganz, ganz, ganz viel richten. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Das ist echt phänomenal. Ich habe da schon so viele tolle Sachen erlebt. Wenn ich dir das jetzt alles noch erzählen würde, dann würden wir noch mal 10 Stunden hier stehen. Das ist Wahnsinn. Du bist von allem betroffen. Denise, ja, du bist doch nicht die Einzige, die hier zuhört. Da kann ich dir kann ich schwören. Kann ich schwören. Indianer Ehrenwort. Okay, ich scroll mich gleich mal durch. Danke. Ja, jetzt hast du was zu tun, siehst du. Aber nicht zu viel scrollen und nicht zu viel schon schauen. Komm lieber ins Insulinresistenz-Bootcamp. Nein, mach natürlich beides. Nutz die Zeit bis zum Bootcamp und informier dich schon mal vorab. Du wirst natürlich auch noch coole Sachen zusätzlich im Bootcamp erfahren. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der auch mit live dabei ist, weil das macht es ja dann so special auch, dass du Fragen stellen kannst. Und freue mich wirklich über jeden, der mit dabei ist. Ich habe schon echt einige Anmeldungen. Ich freue mich schon über jeden, der dabei ist. Silke zum Beispiel ist dabei. Die Kerstin weiß, ich wollte dabei sein. Es sind schon einige, die jetzt hier mit im Live sind, auch schon angemeldet. Freue ich mich natürlich extrem. Ich mache gleich nochmal den Link in meine Story. Link wird dann auch hier im Text stehen, wenn ich das live abspeichere. Oder wenn es nicht reingehen magst in die Story, kein Thema, schick mir auch eine Nachricht. Hier, wo auch immer, auf welcher Plattform, ist mir völlig egal, du wirst auf jeden Fall eine Antwort bekommen. TikTok ist mal ein bisschen schwierig, da kann ich nicht antworten, aber genau, Alexa ist auch dabei, stimmt, genau. Instagram und auch Facebook, da reagiere ich auf Nachrichten definitiv und WhatsApp sowieso. Link zu dem Profil, allererster Link, der führt dich direkt in mein WhatsApp. Der Text für die Ketone ist davor gefertigt, wenn es dann nicht um die Ketone gehen soll, dann lösch den Text, du kannst den ändern. Schreib unbedingt deinen Namen dazu. Ich will immer wissen, wem ich rede. Ja, ich finde das furchtbar, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt und nicht dazu schreibt, wie er heißt, wo ich mir denke so, hallo, was ist denn da los? Ich möchte doch wissen, wer du bist. Und dann frage ich nach und manche sagen es mir trotzdem nicht, wo ich mir denke so, okay, dann nicht. Alles klar. Ich glaube, viele denken auch, das wäre so ein Chatbot. Aber nee, das bin wirklich ich. Ich Leib, meine Leib, mein Leib und meine Seele antworten dir persönlich. Das geht's ja auch gar nicht. Ein Chatbot weiß doch gar nicht, was da los ist. Also, verstehe ich nicht. Also, manche arbeiten ja so, aber das ist für mich irgendwie viel zu unpersönlich. Das kann ich nicht. So, das heißt, schick mir eine Nachricht, schreib deinen Namen dazu, gerne deine Frage, was du wissen willst. Wenn du mehr zu den Ketonen wissen willst, passt der Text. Ansonsten ändere den Text. Bin heute noch ein bisschen am Arbeiten, die nächsten paar Stunden, dann kriegst du auf jeden Fall noch eine Antwort. Noch einiges vor, noch einiges auf meiner To-Do-Liste. Das Bootcamp muss ja auch vorbereitet werden, so ist es ja nicht, ne? Also das sauge ich mir ja nicht alles in einer Stunde aus den Fingern da, was ich euch dann erzähle, sondern das ist wirklich harte Arbeit und da werde ich sehr viele Tage auch dran sitzen, das vorzubereiten für euch. Ich wünsche dir schönen 1. Januar noch, einen guten Feiertag noch, geh noch ein bisschen raus, beweg dich noch ein bisschen und wir sehen uns wieder morgen. Altbekannte Zeit, 11 Uhr ist immer meine Zeit, da bin ich dann live, heute war es ein bisschen später, aber heute ist ja auch Feiertag. Da habe ich ein bisschen länger geschlafen mal und ausgiebig gefrühstückt und habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber 11 Uhr bin ich immer am Start, live für dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Kann man schon was sagen, hier wird schon gleich dunkel. Danke Evelyn, schön, dass du noch dabei bist und freue mich, wenn du morgen wieder live dabei bist. Das Ganze wird jetzt natürlich abgespeichert auf Instagram, auf Facebook, später auch auf YouTube hochgeladen. Freue mich natürlich, wenn du diese Sachen auch teilst. Das heißt, wenn du hier was gelernt hast in dem Live, was dir geholfen hat, was Mehrwert für dich war, wo du was gelernt hast, dann können auch andere Menschen davon profitieren. Und du hast ja jetzt schon mitgekriegt, meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen. Und dass wirklich jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Und dabei kannst du mich natürlich auch extrem unterstützen, indem dass du meine Inhalte teilst und du kannst halt anderen Menschen auch helfen, diese Dinge zu lernen, die vielleicht nicht so überall zu lernen sind, weil wenn du dir halt viele andere Seiten anschaust von Fitness-Influencern, da geht es halt immer nur ums Kalorienzählen und um Bewegung. Das ist natürlich eine Sache, ja, irgendwie, klar, das gehört dazu, aber du musst einfach ein bisschen mehr wissen, dass das Ganze auch langfristig, nachhaltig und vor allem gesund funktioniert. Und das lernst du alles bei mir. Wie gesagt, ich freue mich über jeden, der mit im Bootcamp dabei ist. Mach dir noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag. Oh, es kommt hier ein Feuerwerk auf Instagram. Wunderbar. Facebook heute nicht, aber macht gar nichts. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Morgen um 11 bin ich wieder am Start. Und schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis bald.